einziger der Sänger spricht übrigens neben Russisch eine zweite Sprache. Sie selbst verstehen nicht mal, was sie singen. Doch das haben sie auch nicht nötig. Das kunstsinnige Publikum hat sie auch so verstanden. Nummern wie diese sind der Grund, warum die Tenöre des 21. Jahrhunderts bei ihrer Tournee nicht in bekannten Opernhäusern auftreten. Wer sie hören wollte, musste in die Stadthalle. Der Meinung waren ausnahmslos alle, kamen doch nicht nur Opernfreunde auf ihre Kosten. Die musikalische Mischung aus alt und neu riss die Gäste von den Sitzen und machte sie selbst zu Sängern. Opernsänger, die die Stadthalle rocken, das gab's noch nie. Aber nach diesem Erfolg wird es das bald wieder geben. Die Verträge für nächstes Jahr sind schon unterschrieben. Und dafür sagen die Tenöre des 21. Jahrhunderts schon jetzt ganz artig: Danke!